Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina Backt. Heute möchte ich euch mein Rezept zeigen von dieser super leckeren, schnellen und erfrischenden Erdbeerkokostorte. Wir fangen an mit den Zutaten. Für die Torte benötigt ihr ein Biskuit, aber einen niedrigen Biskuit. Dazu braucht ihr 3 zimmerwarme Eier, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 3 Esslöffel heißes Wasser, 120 Gramm Mehl und etwas Vanilleextrakt. Mit Hilfe von einer Küchenmaschine die zimmerwarme Eier mit einer Prise Salz verrühren. Während es rührt, das heiße Wasser langsam hinzufügen. Nun kommt auch das Vanilleextrakt mit rein. Den Zucker langsam einrieseln lassen und ca. 10 Minuten verrühren. Die Eierzuckermasse hat jetzt ihre wunderschöne weißcremige Konsistenz erreicht und ich werde jetzt in einem Gang das Mehl sieben und mit einem Teigschaber vorsichtig unterheben. Den Teig in eine 24 cm Backform umfüllen und in einem vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze ca. 20 bis 25 Minuten backen. Vergiss nicht, die Stäbchenprobe zu machen. Für die Creme benötigt ihr 400 Gramm kalte Schlagsahne, 500 Gramm Quark, Kokosraspeln, 8 Teelöffel Sanapat, 80 Gramm Puderzucker und 250 Gramm Erdbeeren. Den Quark kurz verrühren lassen. Die Hälfte von kalter Schlagsahne hinzufügen und nochmal kurz verrühren. Während es rührt, Sanapat dazugeben. Nun die zweite Hälfte von der kalten Schlagsahne hinzufügen. Den Puderzucker dazugeben und die Creme steif schlagen. Der Biskuitboden ist fertig. Ich habe ihn nicht durchgeschnitten, ich habe ihn so voll und ganz gelassen und drumherum einen Tortenring angespannt. Den Biskuitboden mit Kokosmilch tränken. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mit Zuckersirup tränken. Ich tränke mit Kokosmilch, weil das gibt noch mehr diesen Kokosgeschmack. Die Erdbeeren waschen, halbieren und auf den Biskuitboden drauflegen. Die Erdbeeren mit der kompletten Creme abdecken, sodass nichts mehr von der Creme übrig bleibt. Auf der Oberfläche der Torte die Kokosraspeln verteilen. Die Torte für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Den Tortenring entfernen und schon ist die Torte fertig. Ich werde natürlich jetzt diese super leckere Torte anschneiden. Schaut mal, wie schön diese von innen aussieht. Die Torte schmeckt so erfrischend, leicht, cremig, luftig, dann fruchtig wegen den Erdbeeren und dann ist da noch so ein Hauch von Kokos drin, also einfach eine Geschmacksexplosion für mich. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mein Video angeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal, eure Galina. Bye, bye!